Das Event mit Knabbern hat begonnen. Wir bekommen richtig viele gratis Raid-Pässe und die Shiny-Chance von dem neuen Pikachu ist wohl erhöht. Seit heute haben wir in Pokémon Go das Anime-Event mit den doppelten EP aus Eiern. Wieso Eier? Na, weil dort taucht Knabbern auf. In allen Eiern, die man bei Pokéstops erhalten kann, 2 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Und nach dem Event, na, viel oder bisschen seltener wohl, weiterhin in 10 Kilometer Eiern. Also könnte man diese Gelegenheit schon nutzen. Ich blende hier mal die aktuelle Tabelle ein mit den Seltenheiten. Auf der linken Seite das 10 Kilometer Ei, dort ist es in der häufigsten Kategorie drin. In der Mitte die 5 Kilometer Eier, auch in der mittleren Kategorie. Und bei den 2 Kilometer Eiern, wo man ja nicht so viele Kilometer laufen muss wie für die anderen Eier, in der 4-Ei-Kategorie, also schon eher selten. Noch seltener ist hier nur Ignivore. Wer nicht viel mit gekauften Brutmaschinen in dem Event spielt, wird es bestimmt nicht bekommen. Eventuell, wenn ihr sehr viel Glück habt. Das kann sowieso noch nicht shiny sein. Wird irgendwann mal kommen. Vielleicht mit einem Event, wo man Knabbern dann häufiger erhalten kann. Wir haben zwar einen Bonus fürs Brüten, die doppelten EP. Ich persönlich finde doppelter Sternenstaub und doppelte Bonbons jedoch genialer und vielleicht kann man sich die Brutmaschinen hierfür aufheben, wie man möchte. Später wandert Knabbern im 10 Kilometer Ei garantiert eher in die seltenen Kategorien weiter unten, würde ich mal vermuten. Macht Schnappschüsse von eurem Kumpel, ich glaube 5 habe ich bekommen oder kann man bekommen. Mit den 3 Startern. Ich habe ein Glurak gefangen, also da sind schon, und ein Pikachu mit Kostüm, da sind schon ein paar feine Pokémon dabei. Einfach ins Kumpelmenü spielen, Schnappschuss machen, dann auf die Karte gehen und das jeweilige Pokémon fangen. Feldforschungen haben wir nicht wirklich viele, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Von allen eigentlich, wo man Pokémon-Begegnungen erhält, einmal im Raid gewinnen, da kann eines von 3 Pokémon drin sein. Wer also das neue Pikachu jagen möchte, ja, da wären auch noch Panzeron und Wuffles drin. Ich habe allerdings gehört, Wuffles kann auch in der Zwielichtform am Start sein. Diese heiß begehrte, die man schon damals im Event nicht wirklich oft finden konnte. Wer 2 Team Go Rocket Rüpel besiegt, entweder Entoron, oder Panzeron. Na und wer 2 Eier ausbrütet, Pikachu oder die 3 Starter. Gefallen mir nicht wirklich. Ich glaube, sofern ich nicht gerade vor einer Arena stehe und einen Raid machen werde in den nächsten paar Minuten, wüsste ich nicht, was ich hiervon erledige. Die lösche ich alle 3. Schade eigentlich. Aber auch wenn Pikachu relativ selten ist, in der Wildnis wird man es nicht oft bekommen. Einmal am Tag vielleicht mit dem Snapshot oder wer die Feldforschungen macht, eventuell hier mal. Es hat eine enorm erhöhte Shiny-Chance. Da gibt es hier so eine Seite, die analysieren das so ein bisschen. Mehr als 5000, wo ich hier spreche. Und da kommen sie momentan auf eine Shiny-Rate von 1 zu 55, also vermutlich die Permaboost-Rate. Außerdem, wer gerne gegen Team Go Rocket kämpft, im Event werden die Ballons häufiger auftauchen, nämlich alle 3 Stunden. Ab 0 Uhr, dann 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und so weiter und so fort. Immer in diesen 3 Stunden, wenn man sich da einloggt, erhält man einen Ballon. Eventuell sind die auch dafür gedacht, dass man die Entwicklungsbedingungen für Knabbern erreichen kann. Da muss man das Pokémon nämlich zum Kumpel ernennen und dann 30 Psycho- oder 30 Geist-Pokémon besiegen. Und wir bekommen gratis Raid-Pässe für die Protomorphosen. Richtig genial. Nicht an diesem Wochenende, sondern am Sonntag darauf und dann am Samstag darauf. Nämlich starten wir mit dem Raid-Tag am 17. März für Proto-Kyogre. 5
gratis Raid-Pässe obendrauf für alle. In der aktuellen Season Welt voller Wunder bekommen wir ja nicht nur einen gratis täglich, sondern zwei. Und damit landen wir alleine schon bei 7, vielleicht wenn man sich noch einen vom Vortag aufhebt, 8 orange Raid-Pässe, die man hier ausgeben kann. Außerdem wird den gesamten Tag lang das Fernraid-Limit auf 20 erhöht. Da klingelt es mal wieder ordentlich in den Kassen von Niantic, genauso wie mit dem üblichen Ticket, welches wir bei so gut wie jedem Raid-Day mittlerweile in der Vergangenheit hatten. Kostet 6 Euro, man bekommt 8 Raid-Pässe, üblicherweise hat man dann 14 für den Tag, doch nun in der aktuellen Season sogar 15. Mehr IP im Raid, mehr Sternenstaub und eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons. Selbiges Spielchen auch für Groudon, also da gibt es im Grunde keine Unterschiede. Nur, dass wir für jedes Pokémon einen eigenen Raid-Day haben und nicht beide auf einmal. Aber hey, mehr gratis Raid-Pässe für uns, oder? Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger, ich freue mich. Dann wünsche ich noch viel Spaß bei der Pikachu-Jagd, auch wenn sie ultra selten auftauchen. Die Shiny-Chance dafür ist enorm erhöht. Ich drücke die Daumen und bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.